Hallo, heute möchte ich euch diesen Chip vorstellen. Das hier ist ein Bluetooth-Audio-Chip. Das Board, wo dieser Chip verbaut ist, ist das XS-3868. Und der Chip, um den es hier eigentlich mehr geht, weil es gibt auch mehrere andere Boards, auf denen dieser Chip verbaut ist. Und der Chip ist der OVC-3860. Das kann man hier jetzt, glaube ich, überhaupt nicht sehen auf der Kamera, aber ja, der ist es. Und diesen möchte ich jetzt mal ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, das ist ein Bluetooth-Audio-Chip. Hier ein komplettes Modul sozusagen mit allem draufgebaut, mit Antenne, mit Stromregulierung. Ja, halt allem, das ihr braucht, um betrieben zu werden. Und Stromverbrauch ist da recht gering. Ich glaube, wenn er Musik spielt, also wenn er mit einem Gerät verbunden ist, ungefähr 40 mA, je nachdem, welcher Lautsprecher dran angeschlossen ist oder ob ein Kopfhörer dran angeschlossen ist. Ja, aber das Interessante ist halt, dass wir das in dieser Bauform haben und dass wir das sozusagen in unsere eigenen Projekte mit einbauen können. Und hier wollte ich sozusagen mal diesen Chip ein bisschen vorstellen, die Grundlagen zeigen und halt zeigen, was der kann, damit ihr halt ja, Ideen sammeln könnt, wo ihr das Ding selber einbauen könnt. Ich habe den jetzt halt für ungefähr 6,50 € auf eBay ersteigert. Den gibt es noch teurer, aber den gibt es noch viel günstiger. Diesen Chip, weswegen ich es angesprochen habe, genau der und jetzt nicht dieses Board genau. In manchen 5 € Bluetooth-Empfängern ist sogar dieser Chip mit eingebaut. Und wenn man die gleichen Pinouts nutzen kann, dann kann man ihn genauso in die eigenen Projekte mit einbeziehen. Und ja, wäre das jetzt einfach bloß so ein normaler Bluetooth-Chip, wie halt in so Bluetooth-Lautsprecher mit eingebaut ist, dann wäre das ja eigentlich langweilig. Wir können nämlich damit ein bisschen mehr machen. Zum einen haben wir halt, wie gesagt, diese ganz kleine Bauform. Und zum anderen, wenn ich jetzt mal die Pinouts herhole, haben wir hier einen Ladeschaltkreis, mit dem wir Lipo-Akkus laden können, denn die Eingangsspannung liegt bei 2,7 bis 4,3 Volt. Das ist eigentlich genau die Voltzahlen, wo ein Lipo-Akku hingehen kann. Also 2,7, wenn er leer ist und 4,3, wenn er voll gefüllt ist und also voll geladen. Und sozusagen, das ist die Operations ja, Spannung von diesem Gerät. Und ich habe jetzt, wenn ich da eine feste Stromspannung einbaue, mache ich da einfach plus 3,3 Volt drauf und lasse das so. Wie gesagt, da ist jetzt ein Schaltkreis drauf, um also auf diesem Board, um den Lipo zu laden. Ich würde aber jetzt persönlich nicht durch dieses Board la laden lassen, weil ich habe hier die Version 3.0 und hier ist die Version 2.0. Hier ist das Blatt, das ich ausgedruckt habe von den eBay-Händler, wie das Pinout sein soll. Also VBAT und GND. Das habe ich hier schon angeschlossen. Da sieht man es. Einen ausgelassen und dann VBAT und GND. Also Plus und Minus. Und hier UART RX und TX. Also eine serielle Verbindung hat das Ding auch. Dazu später mehr. Bloß hier von der Musiksteuerung, weil das Ding hat ja gleichzeitig noch eine Musiksteuerung, weil es ein Bluetooth-Audio-Empfänger ist und so. Gibt es hier Volume Plus, Volume Minus, Reset, ja, Mute, Mode, Previous, Next und so weiter. Und diese Pinouts waren bei mir komplett anders. Und ich habe eine Stromversorgung hinbekommen. Genau, ein Leer Plus, ein Leer Minus. Ich habe eine Stromversorgung hinbekommen, aber wenn ich nicht sicher gehen kann, dass diese Pinouts genau sind, dann möchte ich auch keine Stromversorgung drin machen. Also kann sein, wenn ihr Version 2 oder so findet oder halt einen, wo die Pinouts genau stehen, kann es ein Lipo-Akku laden, aber ich bleibe jetzt mal fern davon und ja, solange man dem Ding nicht hundertprozentig vertrauen kann, macht man lieber einen speziellen Lipo-Lader dran, damit dem Lipo nichts passiert und fertig. Ansonsten haben wir hier oben die obersten drei Pins von. Auf der linken Seite sind die Audio, einmal Audio Minus, halt der Minuspol, und dann links und rechts. Und ja, hier habe ich zum Beispiel mal einen kleinen, ja, Kopfhörerstecker so, sozusagen gebaut, wo genau diese Pins verbunden sind. Den schließe ich jetzt einfach mal hier an und später schließe ich ihn dann mal an das Mischpult an, damit ihr auch den Ton davon hören könnt. Und wie gesagt, eine serielle Verbindung. Aber erstmal möchte ich euch kurz zeigen, ja, wie das Ding so ausschaut. Wenn ich jetzt hier mein Handy nehme und auf Bluetooth raufgehe. So, dann haben wir hier das Bluetooth von meinem Handy. Das schalte ich jetzt einfach mal ein. Und hier sehen wir jetzt schon ein paar Geräte. Und wenn ich den jetzt hier anstecke, oder ich schließe ihn einfach gleich an. Ich schließe ihn einfach gleich an. Einfach Kopfhörer in den reinstecken. So.
Ihr solltet jetzt ein Geräusch gehört haben. Ich habe das hoffentlich alles schon gut eingeregelt. Und dann schließe ich hier einfach den Strom an, Plus und Minus. Und man hört ein ganz kleines Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Jetzt hat man auf jeden Fall das vom Handy gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch hören könnt, was das macht. Das macht halt bei der Verbindung. Und dann sagt es halt einem damit, dass die Verbindung hergestellt ist oder dass das bereit ist zum Verbinden und die Verbindung hergestellt ist. Also ich würde sagen, das ist ein Feature. Ich brauche, wenn ich es ausschalten könnte, wenn mir die Option gegeben werden würde, würde ich es einschalten, weil es ist halt einfach hilfreich und so störend ist es nicht. Also es ist keine Stimme oder so, sondern es ist einfach bloß ein bisschen was, das, ja, einen sagt, was das ist. Okay, jetzt hat er gesagt, die Verbindung ist nicht möglich. Hier sehen wir das Gerät. Das ist jetzt POR 1006 BT. In meinem Fall wäre es eigentlich POR 1007 BT, aber dazu in dem Video eigentlich nicht mehr. Dazu mache ich ein extra Video mal. So, jetzt kommt nochmal die Verbindung. Das sind einfach 4 mal die 0, wie bei jedem normalen Bluetooth-Gerät. Und dann haben wir uns schon verbunden. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann sehen wir haben eine andere Funktion und eine Medienwiedergabe. Die andere Funktion schalte ich jetzt einfach mal aus, weil wir könnten jetzt zum Beispiel hier auch ein Mikrofon anschließen, ein ganz einfaches Kondensatormikrofon, und dann könnten wir sogar eine Freisprechanlage daraus bauen. Also, wie gesagt, für den Preis, was der Chip kostet, kann er eigentlich recht viel. So, deswegen erst einmal zur Mediensteuerung auf dem Gerät selber. So, dafür habe ich hier jetzt mal ein bisschen YouTube-Musik drauf getan, dass dieses Video nicht gesperrt wird, sondern Musik von YouTube. Und das Wichtigste ist, diese Pins müssen mit der Spannung geschalten werden. Und dieser Chip reguliert die Spannung runter auf 1,8 Volt. Deswegen müssen wir hier den untersten Pin nehmen, nämlich dieses 1,8 Volt Out. Deswegen halte ich jetzt einfach mal bloß dieses Kabel an diesen Chip dran, an diese 1,8 Volt. Und jetzt habe ich nämlich herausgefunden, der zweite von unten ist Play-Pause. Ich klicke jetzt einfach mal hier auf dem Handy auf Play. Und jetzt hört ihr schon die Musik nicht vom Handy aus, sondern von meinem Mischpult aus. Deswegen hört sich das jetzt etwas ein bisschen besser an, als vom Handy aufs Mikrofon aufgenommen. Und jetzt, wenn ich hier einfach den untersten berühre, Pause und wieder Play. Und die hier sind, glaube ich, genau, das ist jetzt nächste und dann wiederholt sich das halt wieder, weil ich plus zwei Lieder reingetan habe. Und ja, sozusagen können wir hier diese Musiksteuerung damit machen und halt auch Play, Pause, Mute. Je nachdem, ich habe jetzt bloß mal die drei herausgefunden, aber es sind auf diesem Board alle vorhanden. Beziehungsweise ich habe mir jetzt bloß diese drei gemerkt, aber es sind auf diesem Board alle vorhanden und wie gesagt, wir haben so ein Bluetooth-Audio-Gerät, wo wir das Zeug darüber steuern können und wo wir uns ganz einfach mit dem Handy verbinden können, also ganz problemlos. Und jetzt möchte ich euch noch die Serial-Schnittstelle darauf zeigen, weil das ist das, was eigentlich dieses Teil richtig, richtig interessant macht, weil so ist es zwar schon cool, weil es so klein ist, aber mit dieser Serial-Schnittstelle macht es noch interessanter. So, ich habe jetzt hier zusätzlich noch an dieses Gerät einen USB to Serial Converter angeschlossen. Das heißt einmal bloß eine serielle Schnittstelle für meinen PC, dass ich den auf der, ja, ich zeige es jetzt dann auf der Arduino Software, einfach per Konsole steuern kann. Und ansonsten halt bloß den Minuspol mit angeschlossen. Gleiche Akku, gleiche Stromversorgung, gleiche Verbindung, gleiches Handy, gleicher Kopfhörereingang, der dann ins Mischpult läuft. Und hier habe ich jetzt mal, hier oben sieht man dann auch noch schön, was da im Hintergrund abläuft. Kann ich auch nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, die Musik läuft momentan über Kopfhörer, sonst wird es sich so, also über das Mischpult, sonst wird es nicht so gut klingen. Gut, hier habe ich nämlich das Datenblatt. Den Link dazu haue ich auch in die Beschreibung rein. Und dieses Datenblatt, dieses PDF, ja, hat sozusagen von diesem OVC3860 Chip die ganzen AT-Commands drinnen. Da wird halt einiges beschrieben, wie man ihn ansteuert und so weiter. Das Ding ist, wenn ich das hier rüberziehe, serielle Schnittstelle. Ich habe mir hier momentan 115.200 Baud eingestellt. Da funktioniert es bei mir momentan, aber soweit ich weiß, kann man das da auch einstellen. Nochmal kurz das auf die Seite. Hier sehen wir hier die ganzen Informationen, Mute, Unmute, Mic, also das Mikrofon für Freisprechanlage, und hier wird es eigentlich interessant, Play, Pause, Musik, Stopp, Musik, Forward, Backward,
Wenn wir, glaube ich, noch ein bisschen runtergehen, sehen wir noch ein, genau, Speaker Volume Up, Speaker Volume Down, Power Off, genau. Und das möchte ich hier nochmal kurz zeigen. Stoppmusik ist auf Seite 15, deswegen muss ich jetzt mal auf Seite 15 gehen. Dann gehen wir mal runter. So, 13, 14, 15. Und hier sehen wir Play Musik MA. So, was wir jetzt hier eigentlich brauchen, ist nämlich hier AT, muss alles groß geschrieben sein. Dann Raute und dann können wir den Befehl MA eingeben. Also MA. AT Raute MA. Und was ist wichtig ist, weswegen ich hier das nicht auf Putty mache, sondern in der, ja, bei der Arduino-Serien-Schnittstelle ist, weil bei Arduino können wir noch einstellen, ob wir ein Line-Ending haben wollen. Zwischen Nein, New Line, Carriage Return und New Line und Carriage Return. Und ich habe jetzt einfach New Line und Carriage Return reingetan. Das ist, wenn wir jetzt den sozusagen für und bei einem Arduino senden lassen wollen, brauchen wir Serial.println. Also Print, New Line, Line, ja. Und so weiter. Wie gesagt, das ist wichtig, das braucht dieses Gerät am Ende. Und wenn ich jetzt einfach diesen Befehl nicht größer mache, ich kopiere ihn mal und sende, dann sehen wir, die Musik läuft jetzt und wenn ich ihn nochmal rein tue, dann ist die Musik wieder Pause. Das können wir die ganze Zeit wiederholen. Play, Pause. Und ja, das ist sozusagen das. Und wie gesagt, da gibt es halt noch mehr Zeug. Das Forward-Musik, Backward-Musik ist jetzt eigentlich weniger interessant momentan. Enable Auto-Connection. Also wir können hier auch noch ein bisschen Zeug einstellen. Das hier einfach, ja, sozusagen als Standard gemacht werden soll. Wir können hier auch sagen, er soll disconnecten von der RV-Source. Ja, kann man sich eigentlich alles mal durchlesen. Gibt einige Sachen zum Einstellen. Was es nur nicht zum Einstellen gibt, ist die Pins zum Ändern und den Namen. Aber das werde ich mal in einem anderen Video machen, weil das muss man etwas komplizierter machen. Start Rewind, Start Forward, Fast Forward. Was ich hier eigentlich noch zeigen will, ist SPP Data Transmit, also sogar eine serielle Schnittstelle über Bluetooth. Speaker Volume Down und Volume Up ist VU, das muss ja auch irgendwo sein. So, das möchte ich Ihnen nämlich auch nochmal zeigen. Also machen wir einfach den Play Command. Na, ich glaube, der stockt immer ein bisschen. Da muss man, weil der Chip, glaube ich, in eine Pause geht, bis er wieder was empfangen kann und so weiter. Da steht auch in dem Plan drin, wie man es ungefähr anspricht. Aber jetzt momentan brauche ich es eigentlich weniger. Ja. Vorführeffekte. So, jetzt. Und man sieht ja auch jedes Mal, wenn die Dinger reinlaufen, nochmal Pause, man sieht ja auch nochmal, man bekommt hier auch Sachen zurück, okay und MA, MB, MP. Das ist halt alles dafür da, was der momentane Standpunkt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Handy manuell draufklicke, dann sehen wir einen, ja, Haufen Informationen, die reinkommen. Das heißt halt einfach, ja, Music Repeat und Gott, was heißt jetzt wieder MP, MB? Nochmal VD ist das. Da gehe ich nochmal ganz kurz hoch, weil ich finde es am besten, kann man es ja auch hier drin sehen. Enter Pairing, Call. Da, da, da. Und da sehen wir hier auch die Antworten darauf. Was wollte ich? MP. Enable Auto Answer. Genau, ja, wir bekommen halt einfach ein bisschen Zeug dafür. Wir können auch die Audio Sample Rate einstellen, mit welcher Qualität das sozusagen. Genau, im Pairing State, Exit Pairing, Connected, IV, das ist je nachdem, wenn wir uns dann drauf connecten und so weiter. Jetzt probiere ich nochmal, ob es jetzt so funktioniert. Widerspenstig, aber ich glaube, das liegt jetzt irgendwie mehr an meiner Serienverbindung hier, weil, ja, beziehungsweise ich muss irgendwo den. Na gut, was wollten wir eigentlich wissen? Wir wollten die Musik spielen lassen und jetzt einfach mal, ich drehe es mal noch ein bisschen leiser. Halt. Außer eigentlich nicht leise drehen. VD. Und dann sehen wir hier schon Volume 7. VD. Und es ist, wie gesagt, das muss alles groß geschrieben werden. C. Volume 6. 5, 4, 3, 2, 1. Und man hört es noch ganz, ganz leicht. Und wenn ich es jetzt zack, ist aus. Also ist sozusagen gemutet. Es läuft immer noch. Bloß VU. Bloß ist halt, ja, leise. Und hier sehen wir wieder Volume 1, VU, kopieren, Enter,
V. Und es geht sogar noch lauter. Das waren, ich glaube, das speichert die Einstellung vom letzten Mal. Bis zu 15 geht es, glaube ich, hoch. Genau. Genau, und da gibt es dann ein Ding, dass man auf der maximalen Lautstärke ist. Also bis von 0 bis zu 15 geht es hoch. Und der Track endet gerade, dann können wir eigentlich auch gleich, dann kann ich auch eigentlich gleich das zeigen. Also ich zeige hier momentan bloß ein bisschen Spielereien, die man machen kann. Aber ihr solltet schon, mitbekommen haben, was ich damit eigentlich groß meine. Und was das kann. So, die Playlist ist, glaube ich, am Ende. Ich klicke jetzt einfach mal manuell auf Play. So, das andere hätte ich noch gerne mal. Ich schaue jetzt nur noch kurz mal durch. MS und MX, Forward Song, Backward Song. Nein, ich will den nächsten haben. So, hier MD und ME, Forward, Backward, oder? Na, so, Song was doch. Das ist, ja, ich glaube, wenn man es halt einmal raus hat, wenn man es in den Mikrochip einprogrammieren will, der das Ding ansteuert oder so, wenn man irgendwelche Tasten druckt und dann halt, ja, per Fernbedienung und so weiter, weil man kann es ja, wie gesagt, auch über die anderen machen. So. V, A, T, M, X. Na. Hatte mir jetzt M18 raus, ja, dann war es vielleicht doch das andere, MD. ATMD. Ah, da sieht man es. Kommt der nächste. ATT-Raute, MD. So, und jetzt kommt wieder der nächste. Also, beziehungsweise sind bloß zwei Songs. Wenn ich jetzt zurückschalten würde, würde das gleiche gehen. Aber, na, AT, Raute MA, wieder pausiert. Ja, das war jetzt eigentlich das, was ich euch zeigen möchte, was ich euch zeigen wollte. Jetzt höre ich jetzt mal raus. Ja, wie gesagt, ein schöner kleiner Chip, den man über mehrere Sachen ansteuern kann, der uns ganz einfach mit Bluetooth verbinden lässt und wir einfach, ja, sozusagen eine Mediensteuerung haben und noch ein Bluetooth-Audio auf einen ganz kleinen Chip, den wir selber ansteuern können. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall hier mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch allen einen schönen Tag noch.